Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute darum, wir testen heute mal ein Klappensteuergerät von der Firma ASR, was an dem Fiesta ST MK8 Baujahr 2020 montiert wird. Fahrzeug im Normalmodus, heißt Normalmodus vorne im Armaturenbrett und auch an der Fernbedienung. So, jetzt öffne ich die Klappe mal. Wie ihr seht, habe ich jetzt auf die 1 gerückt, 2, Klappe zu, Klappe 1, also 1, Klappe auf. So, so, und wenn ich jetzt auf der 2 mache, dann hält in allen Positionen die Klappe auf. Das heißt, bei Sport, Normal und Race wird die Klappe offen. Und kann man mal durchschalten. 1, 2, 1, 3. Wie sagen wir? Wir befinden uns jetzt im normalen Modus. Ich weiß nicht, ob man es jetzt auch von der Ferne hört. So wäre jetzt Serie. So, Klappe offen. Warum mache ich das? Ganz einfach, weil mir aufgefallen ist, dass die Klappe nur unter Last aufgeht. Heißt, man müsste das Fahrzeug immer auf Sport stellen und immer Vollgas, dann geht die Klappe zu 100% auf. So, aber wie gesagt, nur im Sportmodus. Im normalen Modus bleibt die Klappe zu. Und würde man jetzt sagen, okay, die Klappe geht ja sowieso immer im Sportmodus und im Race-Modus auf. Ja, das stimmt. Aber die geht nicht zu 100% auf. Heißt nur 80% und bei Volllast erst auf 100. Und mit dieser Fernbedienung kann man die Klappe direkt auf 100% öffnen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.